Ja, herzlich willkommen bei Avanti on Tour. Auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Ich bin der Dirk. Und ich die Sonja. Und wir sind jetzt am Stand von Mobil Wetter. Auch Mobil Wetter springt auf den Zug der Kastenwagen auf. Und ja, bedient sich dem Trigano Baukasten, aber macht einiges anders. Ja, zumindest habe ich da so im Ansatz was gesehen. Und das zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Ach so, nee, wir gucken ja erst noch. Wir fangen doch gerade erst an. Ups. Ja, Neuheit dieses Jahr auf der Messe, der Admiral oder Admiral, hier die Variante K6.5 von Mobil Wetter. Wie gesagt, auch dem Trigano-Konzern zugehörig, aber das werdet ihr gleich innen drin sehen, hier ist doch einiges verändert worden. Das Fahrzeug steht jetzt hier auf der Messe einmal in diesem, das müsste Campovolo-Grau sein, und in diesem Grauton. Mittlerweile hat ja Fiat die Farbvarianten ziemlich gestrafft. Es gibt jetzt viele Grautöne und die knackigen Farben sind eigentlich alle rausgefallen mit dem neuen Modelljahr. Wir gucken mal weiter. Wir haben da oben ein Skyview. Ich nehme aber an, es ist nur ein View und kein Dach, also kein Fenster. Alufelgen. Ja, hier auf der Seite haben wir dann schön die planen Rahmenfenster. Am Heck haben wir, wie bekannt, die vorgehangenen Fenster. Ja, leider nimmt man da auch nicht von Abstand. Die werden immer weiter verbaut. Dabei gäbe es da auch Alternativen. Thule Omnistore-Markise. Ja, ich glaube, man kann von hier schon sehen, das ist ein bisschen Yacht-Design, ne? Schreiben wir selber hier. Yacht-Feeling pur. Und da sitzt die Frau Kapitän. Dann komme ich mal rein, ne? Ja, hier haben wir weißes Leder. Das muss man natürlich auch mögen. Naja, unterstreicht das Yacht-Feeling. Naja, und ja, es ist tatsächlich nur ein zum Rausgucken, aber nicht zum Aufmachen. Ja, von den Holzoberflächen, was meinst du? Edel. Edel, ne? Also allein die Absetzungen auch hier mit dem Silber, ne? Mit diesem. Ja. Wirklich schick. Was schick gemacht. Kommt man da auch dran? Natürlich kommt man da dran. Und, ja. Super beleuchtet. Da findest du alles wieder. Ja. Ja. So, was haben wir hier vorne? Sind das auch noch irgendwie Ablagen oder? Was? Das da? Ich glaube nicht. Ich nehme an, das ist nur eine Blende. Das ist so darunter, das ist ein Licht. Ne? Allerdings ist das hier. Ah, ein Licht. Ein Licht. Ja, ansonsten merkt man hier schon, der Wohnkomfort oder die Verarbeitung ist hier schon etwas anders. Ne? Alles mit Velour. Ja. Abgestippt. Und auch hier wieder Leder. Auch, ne? Das Fenster oben eingefasst in Leder. Ja, da unten haben wir eine Schublade. Ah ja. Kleine, aber feine, passende Pantoffeln rein. Okay. Da haben wir? Da haben wir ein Fach. Geht aber nicht tief rein. Nee, okay. Nee, ist hier okay. Zu Ende. Könnte man auch Schuhe oder Kleinkram drin unterbringen. Tja, was haben wir hier? Da lacht mich auch irgendwie so eine Pushlock an. Ich nehme mal mein Bein weg. Ja, aber du wirst gleich die Kamera höher halten. Ich muss sie höher halten, ja, ja, natürlich. Ist das ein Kühlschrank? Nö. Nein. Das ist quasi ein mein Regal. Kühlschrank mit Weinmöglichkeiten und. Ich zeig's gleich mal noch von der anderen Seite, da wo Sonja jetzt steht. Das ist eine Werkstoffplatte, würde ich sagen, ne? Ja. Ja. Also schöne Arbeitsfläche. Und? Das Ganze? Ja, ich habe mich gefragt, was soll das denn hier? Das kenne ich aus unserem Badezimmer. Das ist die Türverriegelung. Ja. Ich verrate euch mal was. Ah! Da ist das Spülbecken. Hier ist drunter. Das Spülbecken versteckt. Okay. Das ist auch mal was Neues. Ja, und wenn du so, ne, kannst du hier arbeiten, da kannst du ablegen oder, ne? Ja. Also, das ist mal eine pfiffige Lösung. Das ist mal was Neues, genau. Ja.
Und nach der versteckten Spüle haben wir natürlich auch ein verstecktes Kochfeld mit zwei Flammen. Mhm. Klar, Papier zur Zündung. Reicht. Reicht. Natürlich gibt es auch Schubladen. Ja. Ne? Sieht von vorne größer aus, als sie ist. Ja, die ist jetzt dunkel. Die ist dunkel, genau. Und die hier ist auch. Ja. Aber ordentlich tief, groß, ne? Tief und auch die Seiten schön hochgezogen. Oberschrank? Oberschrank, ja. Ich habe mich hier gerade mit dem Gewürzregal befasst. Auch schön beleuchtet. Wow. Also, da, also hier kriegst du wirklich Segelfeeling, ne? Ja, ja. Geil gemacht. Also richtig toll, ne? Sieht eigentlich von hier aus, als würde es durchgehen, aber hier ist noch ein Boden drin. Ja, auch so Details wie da hinten am Tisch, ne, mit dem Cupholder und der Ablage. Ja, da oben haben wir auch noch Strom und USB. Da mal ein Kühlschrank. Jawohl. Neben dem Gewürzregal, was ich auch noch nicht gezeigt habe. Ja. Okay, das ist jetzt. Das Bad würde mich noch interessieren. Das Bad, ja. Also als allererstes mal wieder Yachtfeeling, ne? Leder. Lederbezogener Griff. Wahnsinn. Und jetzt viel Spaß. Ja, ich gehe da mal rein. Ja, das ist tatsächlich auch das Trigano-Bad, aber mal etwas edler gemacht, auch wiederum mit dem Mineralwerkstoff. Schick. Doch. Ja, da kann man wirklich mit ein paar Details was machen. Eura bietet ja den Grundriss ähnlich auch an, als veredelte Variante. Zeigen wir vielleicht noch in einem Extra-Video. Und das kann man... das kann man... Und da kann man duschen. Ne, das kann man weg. Schöne große Dusche. Da hinten habt ihr auch noch schöne Ablagen. Das heißt, das Duschzeug muss nicht immer rumstehen. Oberschränke im Schlafabteil. Haben wir auch eine ganze Menge? 1, 2, 3, 4 große und 2 kleine. Ja. Jo, aber hier ist auch schön unterlüftet, unterfedert. Und die ist auch relativ dick. Ja, und den Heckstauraum, den kennen wir schon aus dem Adria. Twin Supreme, glaube ich, der hatte als erster diesen Alu-Riffelblechboden mit der Auffahrrampe und dem darüberliegenden Hubbett. Und das hat man jetzt natürlich seit Adria zu Trigano gehört, dann auch nach und nach in viele andere Fahrzeuge eingebaut. So jetzt auch in den Mobilwetter. Ja, wenn das Hubbett oben ist, haben wir hier nochmal einen Riesenstauraum. Das hier. Das da kann man wegnehmen. Ja. Und dann kann man hier auch tatsächlich zur Not ein Motorrad reinladen. Hier oben, ich muss selber gucken, was hier war. Ja, da sitzt die Batterie. Ich glaube, da ist Wasser. Und da dürfte die... Ja, da ist der Frischwassertank und die Reinigungsöffnung. Ja, aber wie gesagt, hier ist Platz satt. Und das hier, ja, ich... Seit ich Ruhmkorn filme, meckere ich über diese Verschlüsse. Aber hier ist der Gaskasten. Ja, Preise würde ich euch gerne nennen, wenn denn hier welche wären. Aber ihr seht, das Display ist leer und dann kann ich leider auch keine Preise nennen. Deshalb bitte auf die Homepage gucken. Jetzt zeige ich nochmal den, was immer es ist, Apothekerschrank mit Bar. Von außen. Echt schick. Und auch schick hier oben der Schriftzug. Aber der ist nicht beleuchtet. Das haben wir bei anderen Marken. Ich glaube, bei Karmann ist er beleuchtet. Das war der Kurzdurchlauf durch den Mobilwetter Admiral. Ja, der Name, den hat er wirklich 6. verdient. 6.5, obwohl er ja eigentlich nur 6.36 ist. Aber er heißt 6.5. Das ist wirklich Yachtfeeling. Also die versprechen nicht zu ja, viel. Ich bin da auch ehrlich, der hat mich jetzt schon ein bisschen überzeugt. Also mehr als die anderen Abklatsche, die es da im Trigano-Konzern gibt. Aber hier, der hat schon seine Eigenheiten und ist gut verarbeitet. Also, schaut es euch an hier auf der Messe. Ja, in Düsseldorf auf dem Caravansalon. Und wir gucken mal, was wir noch Schönes finden. Tschüss. Bis dann. Tschüss.